Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Wir befinden uns in Drachenfels und ich irre hier gerade so ein bisschen irre durch das Gelände, weil ich noch nach Quests suche, die ich machen muss, weil ich jetzt gerade keine Lust habe auf diese Kampfquests. Ups, wo bin ich denn hier? Lass mal gucken. Das hier war doch die große Kluft und ich meine, hier hätte es noch was gegeben. Ihr hattet mir, glaube ich, gesagt, Kaius, da ist noch eine Quest, die du übersehen hast. Darum fliegen wir jetzt mal hier ganz lustig bei der großen Kluft umher. Hallo, hallo, hey, mach voran. Junge, muss ich auf die Karte gucken? Muss ich immer gucken auf die Karte? Da guckst du, da ist ein Kristall zum Teleportieren. Auf geht's. Hä? Wo bin ich denn hier gelandet? Was ist das denn? Ist das eine kleine Arena? War ich da schon mal? Mensch, Kevin! Ach ja. Hier gibt's gar nichts. War ich hier schon mal? Ne, den Baum kann ich nicht mitnehmen. Schade. Ah, schön, herrlich. Nichts zu tun hier. Einfach nur ein bisschen sinnlos umherflöten. Ah, guck mal, da vorne muss ich hin. Von da aus kann ich mich dann beamen. Lasst mich vorbei. Ihr muffigen Möpse. Wischmöpse. Fung. So, und nun geht es mal nach hier. Es kann sein, dass ich in der Ecke noch nicht war. Bin mir gerade nicht sicher, aber das könnte schon sein. Vielleicht erwische ich da ja noch eine Quest, die ich übersehen habe. Weil ich kann jetzt natürlich den Questfinder hier nicht benutzen, weil ich irgendwo hin muss, wo ich anscheinend nicht hin kann. War ich denn schon mal im Kristallhain? Aha, Seelenschlachtenhorn. Bitte hilf mir! Alles ist schief gelaufen. Ich habe den Spiralkristall entwendet. Er war sicher, als ich noch lebendig war. Aber jetzt, als Geist, konnte ich sie nicht aufhalten. Besiege Flammenbringer und bring den Spiralkristall zurück. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, okay, alles klar, mache ich schon. Mache ich doch gerne, ich habe sonst nichts zu tun. Komm, wir gucken mal, was ist noch hier? Hui! Kevin? Kevin? Hallo, wo bist du? Oh, ein Geheimgang. Aber ich kann nicht da rein. Schade. Flupp. Offenbar war ich ja aber hier in dieser Ecke noch nicht. Lass mal gucken. Ach. Nee. Nicht ach. Ich war da wirklich noch nicht. Was ist denn das da hinten? War ich da jetzt gerade oder nicht? Ja, klar war ich da. Wir gehen mal hier weiter. Denn vielleicht versteckt sich ja hier hinten in der Ecke auch noch jemand. Nö. Ich sollte mir mal ein bisschen angewöhnen, glaube ich. Auch ein bisschen unabhängig von den Questpfeilen durch die Welt zu streifen. Um vielleicht die ein oder andere Sache zu entdecken. Ich meine, es ist ja schon oft genug passiert, dass ich bestimmte Dinge nicht gesehen habe. Guck mal, hinten ist zum Beispiel ein Teleportationssteinchen. Und da sind Schuhe mit Knochen. Ich bin mir sicher, irgendwo hinter so einem Teil gibt es auch mal eine Steinrose. Aber die sind auch noch so grau, dann sieht man die kaum. Verflucht. Was ist das denn? Ach ja. Nur Knöchelchen. Nur kleine Knöchelchen. Dann gehen wir noch hier gucken. Und dann besiegen wir Flammenbringer. Dafür müssen wir jetzt ja nicht 6 oder 7 besiegen oder 8. Und noch gleichzeitig Sachen einsammeln, weil das ja, wie wir gesehen haben, irgendwie in letzter Zeit dauernd in die Hose geht. Besiegst du 3 Leute und kriegst ein Teil. Das ist mega ätzend und unfair. Und langweilig einfach. Voll langweilig. Lavablumen. Rosen.
Arschspinne. Hä? Ach, guckst du hier? Ah, musste ich auch hingern. Ah, gut, da hatte ich mich eben versprochen. Ich hatte gedacht, ich sei hier schon einmal gewesen. Was aber nicht der Fall ist. So, hier noch was. Für einen einsamen Recken. Recken. Lass mal stecken. Du mit deinem Recken. So. Den Flammenbringer werde ich natürlich besiegen. Der ist wahrscheinlich Feuerschule, sodass ich mir ein paar hübsche Feuerprismen auf den Popo kleben werde, um das nachher gegen ihn einzusetzen. Ist das ein Mensch? Ist also einer übrig? Der wurde wohl übersehen. Es spielt keine Rolle. Er wird nicht lange bleiben. Oh, die brauchen alle Feuerprismen. Aber der ist recht. Scheiße. Das heißt, da muss ich alles einsetzen. Weil der hat ja wahrscheinlich viele Hitpoints. Oha, ob ich das schaffe? Na, da bin ich mal gespannt. Drei starke Flammengegner. Gut, die lebende Lava, die hat nicht so eine super Verteidigung. Aber hier, unser Bursche. Und, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ein Eisangriff. Ist schon mal nicht schlecht. Lass mal gucken, kann ich hier irgendwas von nicht gebrauchen? Eigentlich kann ich... Ja, das können wir hier nicht gebrauchen, wenn unsere Gegner selber Feuerschule sind. So. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Okay. Auch das zweite Feuerprisma, Eisprisma, Feuerdingsprisma wird auf ihn angewendet. Und danach vielleicht noch auf die beiden Hyopais. Aber das kann ich mir auch sparen, weil so viel machen die jetzt nicht. So. Sicher ist sicher, ne? Nicht, dass ich nachher wieder in die Röhre gucke und denke, shit, jetzt kann ich nichts mehr machen. So, machen wir nachher aber direkt mal einen schönen Eisangriff. Dann geht nämlich mein Feuerprisma hier auch nicht kaputt. So, Dele, was haben wir hier? Aha. Gut, gut, gut. Ach, stimmt, die machen ja immer diese Scheiße, ne? Gut, 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 gut. Den werde ich gleich auf jeden Fall mal zaubern. Das können wir nicht gebrauchen. Starke Donnerschlag. Wenn wir nämlich den Frostriesen benutzen, dann sollte das weg sein. Auch wenn ich dafür meine schönen Superpips verbrate. Aber ich muss erstmal hier die beiden Buchschen aus dem Weg räumen. Sonst ist das nicht so toll. Ups, ich werde angegriffen. Mit einem kleinen Feuervogel. Aber das hat ja nichts zu bedeuten, ne? Denn auch ein kleiner Feuervogel kann einmal schnell was abziehen. Immer noch nicht. Schade. Aber da stehe ich drüber. Weg damit. Das können wir dann schon mal machen. Während wir darauf warten, dass wir genug Pips haben für den Eiszauber. Wäre natürlich super, wenn die direkt dadurch kaputt gehen würden. Nein! Minus 80%! Du verdammter kleiner Mistkäfer! Shit! Einfach nur Shit! Dann machen wir wenigstens den kaputt. Nein, immer noch nicht! Oh, fuck! Das betrübt mich. Komm, du kriegst trotzdem noch einen, schon mal einen verpasst. Das ist aber jetzt sehr ärgerlich, ne? Muss ich schon sagen. Komm, gib mir deinen Pips weg. Und warum bekomme ich eigentlich jetzt die ganze Zeit kein Feuerschild? Okay. So, du Bitch. Wenigstens der wird kaputt gehen und dessen Eisschild, na gut, drauf geschissen. Schön. Guck mal, was der Kai jetzt zaubern kann. Zieh! Oh, 834, nicht schlecht. Gar nicht mal so ein schlechter Angriff, wa? Das ist natürlich lächerlich, 158.
Hä? Der hat auch minus 80% drauf gehabt. Verflucht, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ach, so ein Ärger. Ja, betäubt die mal. Danke für deine Hilfe. Ich hatte gar nicht gesehen, dass die das alle drauf hatten. Ich hasse das so sehr. Ja, ihr müsst aussetzen, ihr Affen. Ach, Kacke. Einfach Kacke. Gut, wir können nichts machen. Außer abwarten. Und ich habe hier kaum noch was. Ich habe bisher kaum was Nützliches bekommen und bin gleich schon wieder am Arsch. Manchmal hat man auch einfach Pech, ne? Mit der Reihenfolge, in der die Karten da gespielt werden oder gezogen werden. Das ist einfach so. Kann ich jetzt nichts an ändern. Toll, jetzt habe ich natürlich wieder mal kein Schild, weil die ganze Zeit nicht ein verfluchtes Schild bei mir drin war. Oh, ups. Okay. Und ich habe immer noch nichts. Ich muss jetzt auf den Satyr warten, ist einfach so. Scheiße, echt jetzt. Das machen wir mal weg. Das auch. Ach, Mist, 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 Mist. Guck mal, die haben alle so viele Pips und ich nicht mehr. Weil ich den Eisdrachen, diesen Eisriesen gemacht habe, den Frostriesen. Aber ich hatte nicht gesehen, dass die beiden anderen irgendwie... Ach, ist doch scheiße, echt. Das ist mega scheiße. Komm. Ich bin doch gleich kaputt. Spinnenzerquetscher Kevin. Dann greift mich doch eh alle mit Feuer an. Schon wieder. Plus 35%. Super. Na gut, die Feuerkatze. Aber trotzdem. Guck mal, ich habe nur noch 859. Es wird eng für mich. Auch sehr sinnig, ne? Dieser komische Riese kommt dann so ein Eisklotz nach oben. Toll, ja, ich bin gleich kaputt. Ja, das schaffe ich doch jetzt nicht mehr. Ein Angriff und ich bin hinüber. Das ist aber jetzt peinlich, oder? La 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 la. Eure Zauber werden jetzt verpatzen. Und ich werde natürlich überleben. Oh, ich bin schon lange nicht mehr gestorben, Freunde, ne? Naja, auch das kommt vor. Ja. Super. Gut gemacht, Kaius. Ganz toll gemacht. Wirklich toll. So eine Lusche. Leckt mir doch den Bürzel. Auf geht's. Wir machen es natürlich direkt nochmal. Bin doch nicht doof. Ein Bär ist gerade an mir vorbeigegangen. Nicht zu fassen. Wo befinde ich mich hier? Ich werde das trotzdem, ich werde das schaffen, ist doch klar. La 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 la. Davon lässt sich ein Kevin nicht beim ersten Mal abschrecken. Da weiß ich, dass ich mal ein bisschen aufpassen sollte. Und werde die Feuerprismen direkt auf alle verteilen, damit diese blöden kleinen Mistviecher kaputt gehen. Direkt zu Beginn, weil dann ist das natürlich klar. Dann kriege ich das auch alles hin. Huch. Was ist das denn? Oh! Aus dem Weg! Mann! Mann! Ich spreche jetzt mal ganz, ganz tief und männlich. Ich muss schon sagen, ich habe schon eine recht hohe Stimme, ne? Für einen Mann, oder? Ist euch das schon mal aufgefallen? Wahrscheinlich schon. Ich höre mich anders an als viele meiner Let's Player-Kollegen. Die haben alle so schöne, tiefe, männliche Stimmen und so einen schönen Bass darin. Und ich finde das immer sehr angenehm, diesen Leuten zuzuhören. Aber ich mit meiner komischen, quäkigen Stimme, naja,
Das hört sich schon ein bisschen anders an. Hä? Ich Trottel, ich hätte schon wieder den Teleporter benutzen können und habe es nicht getan. Komm, Kevin, jetzt gib mal Gas. Ich finde, man könnte noch schneller sein in diesem Spiel. Toll. Dann müssen wir es halt in der nächsten Folge machen. Oh no! Genau, hier muss ich lang. Ja. Sieht man ja, ne? Wie sehr ich hier lang muss. Muss ich nicht? Dann muss ich hier lang. Ja. Ja, nicht ja, sondern ja. In der nächsten Folge werden wir den Flammenbringer bestimmt besiegen. Bis dann. Tschüss.